Und dann 2002 ist er neulich an mich herangetreten und hat gesagt, jetzt geht's mir wirklich nicht gut, ja, und der Partei insgesamt. Jetzt möchte ich, dass du dein Versprechen einlöst. Und ich habe dann auch wieder lange gezögert und überlegt und letztendlich mich entschieden, aufstellen zu lassen. Gut, dann waren Sie im Nationalrat während der schwarz-blauen Koalition und dann hat sich Jörg Haider 2005 mit dem neuen BZÖ abgespalten. Und Sie sind damals mit ihm und Uwe Scheuch, der ja dann der neue Bündnissprecher war, von der FPÖ weg und waren bei der Wahl 2006 Spitzenkandidat in Kärnten. Peter Westenthaler war bundesweiter Spitzenkandidat. Und haben Sie sich eigentlich nie gefragt, wie das ganz junge, ganz kleine BZÖ diesen wahnsinnig aufwendigen Wahlkampf 2006 finanziert hat? Nein, das haben wir uns damals nicht gefragt, offen gestanden. Weil warum eigentlich nicht? Ja, das, erstens einmal habe ich gar nicht einmal gewusst, was ein Wahlkampf kostet. Ja? Weil ich nie in diesen Gremien vertreten war, wo das zur Sprache gekommen ist. Da ist ja nie über irgendwelche Summen und Finanzierungen gesprochen worden. Also, aber die Zuseher können sich das ja nicht vorstellen und ich mir auch nicht. Wie ist das, wenn man da Politiker wird und da sieht man überall im Land Plakate, da kommt man nie auf die Idee in einer Sitzung, mal zu fragen, wer zahlt das eigentlich alles? Ja, schauen Sie, ich sage Ihnen ganz offen, ich war immer schon sehr skeptisch, wenn ich in den Zeitungen Inserate gesehen habe oder Plakate gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, im Endeffekt zahlt das alles der Steuerzahler. Warum braucht es da alle 10 Meter ein Plakat? Oder muss es jeden Tag ein Inserat sein? Es gibt keine einzige kritische Äußerung von Ihnen im Archiv. Naja, ich sage das ja nicht öffentlich, sondern ich sage das, wenn, dann, wenn es zum Thema gemacht wird in einem Gremium. Das ist meine persönliche Haltung dazu. Aber ich war nicht zuständig für die Finanzierung von Wahlkämpfen und das war auch nicht Thema, sondern Thema war es, die politischen Aufgabenstellungen zu analysieren und darauf Antworten zu finden. Gut, jetzt mittlerweile und das weiß war man auch ja. mein Job. Gut, jetzt mittlerweile weiß und man zwar ja, wirtschaftspolitische Antworten zu finden. Mittlerweile weiß man ja, wie der Wahlkampf zumindest zum Teil finanziert wurde. Fast 1 Million Euro zum Beispiel kam über Scheinrechnungen von der Telekom. Jetzt sind Sie seit 3,5 Jahren Parteichef und Sie haben mal gesagt, wenn das BZÖ zu Unrecht Geld bekommen hat, werden wir es zurückzahlen. Haben Sie die knappe Million schon zurückgezahlt? Ja, an wen? An die Telekom? Ja, sie hatte keine Forderungen gestellt. Es gibt da keine richterlichen Beschlüsse. Ich überweise keinen Cent irgendwohin, ohne dass ich aufgefordert werde. Aber ich, von wem aufgefordert? Also wenn die Telekom jetzt sagt, sie wollen das Geld zurück, dann überweisen sie es oder muss ein Gericht beschließen? Es muss eine rechtliche Grundlage geben dafür. Ich bin ja nicht ein Parteichef, der einfach Gelder irgendwohin überweist. Da muss es, wenn es vom Gericht aus festgestellt wird, dass wir das zu Unrecht erhalten haben, so habe ich das auch gesagt, werden wir nicht zögern, unsere Schulden zu begleichen. Aber da braucht es eine rechtliche Grundlage dafür. Gut, da könnte ja jeder auftreten in der Öffentlichkeit und sagen, er hat 100.000 Euro damals dem BZÖ gegeben und er möchte das Geld wieder zurückhaben. Na gut, aber da gibt es schon mehr. Also da gibt es viele Rechnungen, wo man heute weiß, das waren Scheinrechnungen, angeblich auf Auftrag von Peter Westenthaler. Aber gut, es gibt ja auch da dieses schöne Blätterpapier. Das ist ein Gutachten, 9 Seiten über Glücksspiel, die BZÖ-Werbeagentur Orange verfasst hat. Also eigentlich sind es nur 7 Seiten, weil auf der Seite 1 ist der Titel und auf der Seite 9 stehen nochmal 2 Zeilen. Und für diese 7 Seiten hat die BZÖ-Agentur 300.000 Euro von den österreichischen Lotterien bekommen. Jeder, der das liest, weiß, dass das völlig absurd ist. Aber ein Gutachter hat das jetzt auch festgestellt, dass das mindestens 20-fach überhöht ist. Und laut dem Autor des Gutachtens hat er den Auftrag dazu bekommen vom damaligen Spitzenkandidaten und Parteichef Herrn Westenthaler. Haben Sie Ihren jetzigen stellvertretenden Klubobmann Westenthaler mal gefragt, wofür die 300.000 Euro wirklich waren? Nein, ich habe das nicht gemacht, weil das ist nicht meine Aufgabe zu recherchieren, sondern meine Aufgabe ist Sie stehen dauernd in den Medien mit dem Thema, ja, da fragen Sie nicht. Schauen Sie, das Seriöseste, Herr Wolf, ist es, alle Unterlagen, die man besitzt, zur Verfügung zu stellen und die Gerichte klären zu lassen. Aber ich habe alles, was mir zugänglich ist, an Unterlagen habe ich alles den Gerichten zur Verfügung gestellt. Aber das versteht die müssen doch keiner, das jetzt aber klären. Das versteht doch ich bin doch nicht der Richter, ich aber bin Sie ein sitzen doch mit dem Herrn Westenthaler jeden zweiten Tag in einer Parteisitzung. Seit Jahren steht dieses Gutachten und die 300.000 Euro in der Zeitung. Sie haben ihn nie gefragt, du Peter, wofür war das? Ich habe ihn wirklich noch nie gefragt, weil es nicht meine Aufgabe ist. Das interessiert Sie nicht? Schauen Sie, ich bin wirklich damit voll ausgelastet, das BZÖ nach vorne zu bringen, ja, und eine gute Politik zu machen und tagtäglich dafür zu sorgen, dass die Österreicherinnen und Österreicher wissen, wofür es das BZÖ in unserem Land braucht. Das haben Sie ja doch vorhin auch als großen Mangel empfunden. Meine Aufgabe sehe ich nicht darin, in der Vergangenheit herumzustöbern und ständig nur die Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen. Aber das BZÖ hat halt so eine interessante Vergangenheit. Glauben Sie, dass das 300.000 Euro wert ist?
Bündnis Zukunft Österreich und nicht Bündnis Vergangenheit Österreich, ja, heißt unsere Partei. Aber von der Vergangenheit kann sich nichts verabschieden, die gibt es halt. Ja, aber da bin ich nicht verantwortlich gewesen. Ich bin ab 2009 Parteiobmann gewesen. Aber Sie waren vom ersten Tag im BZÖ, wirklich vom allerersten Tag weg und haben dort eine führende Funktion. Sie waren Spitzenkandidat in Kärnten. Also jetzt, Sie können ja nicht ganz so tun, als wären Sie da erst 2009 dazugestoßen. Nochmal meine Frage, glauben Sie, dass das 300.000 Euro wert ist? Herr Wolf, Sie können mir jetzt noch eine Stunde fragen über die Vergangenheit und ich sage Ihnen immer wieder, ja, ich habe alles zur Verfügung gestellt, Sie, was ich habe. Und da müssen die Gerichte jetzt klären. Wenn es irgendwelche Schuldsprüche gibt, dann werde ich das auch bezahlen. Herr Bucher, ist das 300.000 Euro wert, glauben Sie? Ich kenne das Papier nicht einmal, ich habe es nicht einmal durchgelesen. Wirklich? Nein. Ich schenke es Ihnen. Dankeschön. Können Sie mir vielleicht... Also vielleicht können Sie morgen oder übermorgen mal anrufen und sagen, ob das 300.000 Euro wert ist. Jetzt, was so interessant ist, Sie beschäftigen sich ja doch mit der Vergangenheit. Sie haben nämlich genau vor einem Jahr Ihren ehemaligen Parteichef Hubert Gorbach wirklich ratzfatz aus der Partei geschmissen, wirklich über Nacht, als bekannt wurde, dass er über seine ehemalige Sekretärin Geld von der Telekom bekommen hat. Und Sie haben damals wörtlich gesagt, im BZÖ neu unter meiner Führung werden Personen, die in irgendeiner Art und Weise mit Korruption in Verbindung gebracht werden, nicht toleriert. Können Sie jetzt den Zusehern kurz erklären, warum Peter Westenthaler dann trotzdem noch stellvertretender Klubobmann ist? Peter Westenthaler wurde verurteilt und anschließend nach der Verurteilung in den Nationalrat gewählt. Das ist ein Unterschied. Ich bin gar nicht bei seiner Verurteilung. Verurteilt ist ja wegen was anderem. Ich wollte Sie dazu fragen. Also Herr Westenthaler wird, seit es dieses Gutachten gibt, ich gebe es Ihnen gleich wieder, aber Herr Westenthaler wird, seit es dieses Gutachten gibt und es bekannt wurde, mit Korruption in Verbindung gebracht. Sie sagen, wer mit Korruption in Verbindung gebracht wird, hat im BZÖ nichts verloren. Herr Westenthaler ist stellvertretender Klubobmann. Wie passt das zusammen? Ja, dann sollen das die Gerichte klären. Wozu haben wir die Justiz in Österreich? Ich bin ja nicht, Herrn Gorbach hat ich ja bin kein Staatsanwalt, ich bin auch kein Untersuchungsrichter, ich bin Parteiobmann und ich kann das mit Verlaub auch nicht so gut recherchieren. Das sollen jene machen, die dafür bezahlt werden. Herr Bucher, wie wir Herrn dafür bezahlt haben Sie nicht das Gericht gute Politik machen. Beim Herrn Gorbach haben Sie nicht das Gericht gemacht. Beim Herrn Gorbach war die Faktenlage ziemlich erdrückend damals. Da nicht? Und deshalb habe ich gesagt, wir wollen mit dieser Zeit abschließen. Aber, und Herr Bucher, deshalb haben wir auch diese jetzt, Entscheidung. Jetzt ganz ehrlich, irgendwie ist das nicht, ist auch für ihn besser, nicht weil er nicht mehr als politisch Verfolgter gibt, sondern als Privatperson seine Prozesse. Es ist einfach nicht konsistent, was Sie sagen. Es hat Herr Gorbach angeblich knapp 300.000 Euro von der Telekom bekommen, die irgendwie fragwürdig sind. Sie schmeißen ihn raus. Wir bleiben immer in der Vergangenheit. Weiß nicht, ob die Österreicher und Österreicher das interessiert, ja, dass wir Vergangenheitsbewältigung machen. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber mich interessiert es gerade so. Ich bin ein Zukunftspolitiker. Ja, aber man hat den Eindruck, dass Sie... Herr Wolf, noch einmal. Gibt es gegen den Herrn Westenthaler irgendwelche Gerichtsverfahren gegenwärtig? Das wird ja alles untersucht. Ja, aber dann, gegen Herrn Gorbach gab es auch kein Gerichtsverfahren. Dann warten wir das ab. Aber bei Herrn Gorbach haben Sie auch nicht gewartet. Wir können das Gespräch abkürzen, weil Sie wollen auf einen Punkt hinsteuern. Ja? Ich habe immer gesagt, wenn es eine Anklage gibt, dann ist das Mandat zur Verfügung zu stellen. Wenn es eine Anklage gibt. Gut. Das habe ich von keinem Parteichef in Österreich bisher gehört. Okay, ich bin da der Erste, der wirklich aufräumt mit der ganzen Korruptionsgeschichte und sage, Anklage heißt, Mandat zur Verfügung zu stellen. Okay, dann und das ist, glaube ich, wohl einmal Tabula Rasa Ansage. Dann nehme ich jetzt mal Wort, wie ernst Sie das meinen, bei Anklage Mandat zur Verfügung gestellt. Ja, wer sagt das noch? Sie haben in Ihrem Nationalratsclub sitzen zwei Abgeordnete, die nicht nur eine Anklage haben, sondern die rechtskräftig verurteilt wurden. Und Sie haben der Herr Westenthaler und der Herr Windholz. Einer wegen falscher Zeugenaussage, der andere wegen Körperverletzung. Die Strafregister von allen beiden sind sauber und frei. Die sind getilgt, das sind keine Vorbestrafungen. Das ist mir völlig bewusst. Sie sagen, wer eine Anklage hat, muss seine Funktion zur Verfügung stellen. Ja, eine aktuelle Anklage. Stattdessen haben Sie zwei Abgeordnete verurteilt worden. Herr Betzner war letztes Jahr angeklagt wegen Verletzung eines Amtsgeheimnisses und hat sich schuldig bekannt, hat 38.000 Euro Strafe bezahlt im Rahmen einer Diversion. Sitzt noch immer im Nationalrat. Und ich habe jetzt aufgrund der ganzen Korruptionsfälle, auch aufgrund der Stimmungslage in Österreich, diese Zielsetzung getroffen. Für alle, die zukünftig eine Anklage haben, müssen ihr Mandat zur Verfügung stellen. Ja? Und im Fall Betzner ist es ebenso. Ich habe mit ihm das auch persönlich besprochen, ja? Dass er dann selbstverständlich aus dem Untersuchungsausschuss herausgeht und sein Mandat für die Zeit zur Verfügung stellt, in der er eben diese richterlichen Angelegenheiten zu bewältigen hat. Gut. Dann machen wir mal da einen Strich. Wir müssen doch auch auf die Zeit schauen. Wer sagt das in Österreich? Jetzt. Kein anderer Parteichef hat diese strengen Regeln wie wir im BZÖ. Und das sollte man auch einmal anerkennen und respektieren. Bis jetzt haben Sie sie aber noch nicht angewendet. Und jetzt kein anderer Parteichef hat zwei verurteilte Abgeordnete in seinem Parlamentsclub von nur 16 Leuten sitzen. Das ist auch ein Faktum.
Gut. Sie sind verurteilt. Jetzt soll und die Strafen, die Sie ausgefasst haben, sind gedilgt. Im Strafregister finden Sie nichts mehr. Sie haben völlig recht. Sie sitzen trotzdem im Nationalrat. Gut, jetzt soll es in Kärnten Neuwahlen geben. Sie möchten auch Neuwahlen. Die FPK sperrt sich noch ein bisschen. Jetzt streiten Sie um den Wahltermin mit den anderen Parteien. Das BCD wird antreten, haben Sie gesagt. Wer wird Spitzenkandidat? Ich werde in Kärnten Spitzenkandidat des BCDs und ich will Landeshauptmann von Kärnten werden. Es ist ja der Glockner näher.